Hallo, liebe Freunde des Hörspiels. Mein Name ist Bene und ihr seid bei Klaus Studio. Rezensiert. Genau, wie ihr schon gerade eben gesehen habt, es geht heute um die zweite Staffel von Und auf Erden Stille. Aus dem Hause Folgenreich. Ja, ich muss sagen, Folgenreich hat sich so nach und nach tatsächlich schon so ein bisschen zu meinem Favorite Label entwickelt. Vor allem seit sie, hier nochmal ganz kurz eine Verlinkung, die Weiße Lilie produziert haben und auf Erden Stille fand ich die erste Staffel auch unheimlich gut. Allerdings geht es jetzt um die zweite Staffel. Worum geht es im Allgemeinen in Und auf Erden Stille? Wer das erste Rezensionsvideo gesehen hat, weiß es bereits. Allerdings kurz für euch Einsteiger, es geht vor allem darum, ein Virus, beziehungsweise, ja, sagen wir ein Virus, hat die Welt befallen und die Menschen mit einer Art Hyperakusis, also das heißt eine starke Gehörempfindlichkeit, befallen. Männer sterben ratzfatz, sobald sie die Pubertät erreichen, sage ich mal. Und dadurch sind Frauen an der Macht. Ob das jetzt so gut oder so negativ ist, lassen wir mal dahingestellt. Also es ist auf jeden Fall ein Endzeit-Szenario, sage ich mal. Und vor allem geht es um die kleine, beziehungsweise die, ja, sie hört sich noch sehr jung an. Also die junge Rhiannon, die von ihrem Lager verstoßen wird, das nämlich in einem Bergwerk sitzt. Und hinaus in die Welt, ja, ziehen muss, um quasi ein Heilmittel zu finden. Weil man ihr sagt, ihr Vater sei dafür zuständig oder beziehungsweise verantwortlich gewesen, dass die Welt so ist, wie sie in dem Hörspiel nun mal ist. Das ist halt Dystopie schlechthin. Spannend, gut gemacht und tatsächlich müssen wir sagen, wir haben die erste Staffel zu dritt gehört, die zweite Staffel bin ich nur noch alleine und ich muss sagen, sie hat mich auch überzeugt. Dranbleiben, denn am Ende gibt's die Gesamtbewertung. Wie war die Story? Ja, Freunde und Freundinnen des Hörspiels, ich kann's euch sagen, die Story war gut. Sie knüpft genau an der Stelle an, wo auch Staffel 1 aufgehört hat. Also man hat eigentlich keine wirkliche Einführung. Man wird direkt wieder reingeschmissen, so wie es halt auch im ersten Teil direkt von Beginn an war. Man findet sich relativ schnell wieder zurecht. Man kennt ja die Charaktere. Man kriegt eine kurze Beschreibung, wo man sich befindet, wer bei einem ist. Und es ist gut. Es gefällt mir. Und Rhiannon ist auf der Suche. War denn die Story im Allgemeinen stimmig? Ich sage, ja, war sie. Sie war rund, hat am Ende wirklich alles erklärt, so dass ich gedacht habe, ja, ist ein bisschen sehr auffällig gewesen, alles so rund zu erklären. Es gab die ein oder andere Sache, die man extra noch offen gehalten hat und ich fand das Ende ein bisschen sehr schnell kommend, sagen wir es so. Achtung, Spoiler-Alarm, bitte die es nicht hören wollen, mal kurz weghören. Gerade das Endgefecht mit den Valianern, fand ich sehr, sehr kurz gehalten, obwohl es verdammt gut gemacht worden ist. Aber es hat sich ja so nach und nach gesteigert im Laufe der Staffel und ich dachte mir so, mein Gott, das wird eine richtige Schlacht, das wird ein richtiger Kampf. Und es war ohne Scheiß, als ich dann dachte, die Hunde, die kommen, ne? Die Hunde, die ab unten durch und ab in die Höhle und ja, fand ich mega. Ich hätte gern noch mehr davon erfahren. Allerdings war der Kampf doch sehr kurz gehalten. Und am Ende hatte ja auch der Autor extra noch reingeschrieben. Also im Hörspiel-Talk-Forum hatte er noch mit reingeschrieben. Er hat das Ende extra so gelassen, dass gegebenenfalls noch eine dritte Staffel kommen kann. Finde ich gut. Allerdings muss ich sagen, das Ende fand ich zu abschließend, als dass für mich jetzt noch eine weitere Staffel kommen würde. Also das wird sich für mich falsch anfühlen. Gab es denn für mich Ungereimtheiten? Tatsächlich, ja. Eine Kleinigkeit, die hat mich so ein bisschen aufgeworfen. Erstmal war es die Situation,
Rhiannon ist ja vom Motorrad gestürzt, ja, und hat dann tatsächlich sich irgendwas am Bein getan. Sollte deswegen Ruhe behalten und sich schonen und zack, plötzlich am nächsten Tag konnte sie dann auch ohne Krücken davonlaufen, obwohl sie am Tag davor erst Krücken bekommen hat. Oder vielleicht habe ich auch irgendwas überhört, aber tatsächlich so beim ersten Durchhören dachte ich mir so, ha, das war aber jetzt schnell die Genesung. Deswegen ein kleiner Minuspunkt an der Stelle. Was würde ich für die Story geben? So abschließend wie sie war, hat sie mir sehr gut gefallen. Also von 20 Punkten, bis auf diese Unstimmigkeit, würde ich tatsächlich von 20 Punkten 15 Punkte geben. Eine kleine Anmerkung, bevor wir jetzt zu den Sprechern übergehen. Was ich allerdings als super Aspekt hier anmerken muss, ist, dass folgenreich tatsächlich diese sprunghaften Wechsel zwischen unterschiedlichen Zeiten auf relativ wenig Sprünge reduziert hat. Deswegen gebe ich jetzt hier an der Stelle nochmal plus 2 Punkte. Das heißt, da sind wir auf ganze 17 von 20 Punkten. Wie haben die Sprecher ihren Job gemacht? Die Sprecher haben wieder mal einen Top-Job gemacht. Also Sarah Alles hat super reingehauen. Dann hatten wir den Oliver Striezel, der eine Rolle abgeliefert hat. Allerdings muss ich da einwenden. Es gab eine Szene, wo er viel erklärt hat und da kam wirklich eine Art Monotonie hinzu. Also ich hab dann irgendwann nicht mehr die Worte gehört, sondern die Sprechmelodie und die hat mich so ein bisschen rausgeholt und so ein bisschen einschläfernd fand ich sie. Deswegen war das so die einzige Szene, wo ich dann ein bisschen traurig war und muss tatsächlich sagen, da würde ich einen ordentlichen Punkt Abzug geben. Sonst muss ich auch noch mit betonen, ist folgenreich, ihr habt super groß aufgefallen. Ihr habt die Valianer, die waren super gut ausgewählt. Die Sprecherinnen haben eine Top-Leistung gebracht. Allerdings gab es immer wieder so Kleinstrollen. Die haben sich dann wirklich so, die haben es ein bisschen reingerissen. Die haben es wirklich ein bisschen reingerissen, wo ich dann dachte, das ärgert einen. Ich meine, ich habe im letzten Video von dem Hörspiel NYP Dead, habe ich die Sprecher so gut bewertet. Ich muss allerdings dazu sagen, Maritim hat es da ein bisschen klüger gemacht. Die haben nämlich gesagt, ja, komm, wir hauen da die Top-Sprecher rein. Allerdings machen wir dann auch nur 10 Rollen. Folgenreich hat dafür, jetzt haltet euch fest, hat über 30 Rollen da reingehauen. Der ein oder andere Sprecher, die ein oder andere Sprecherin hätte ein bisschen mehr Dampf geben können, ein bisschen mehr reinhauen können, aber es war trotzdem, es war eine super Leistung. Und vor allem die Vielfalt, die Stimmenvielfalt, jede Stimme, die ist ausgewählt worden nach Stimmfarbe, Stimmklang und hat somit auch wirklich eine großartige Differenzierung hervorgerufen. Man konnte jeden irgendwie erkennen anhand der Stimme und der Stimmfarbe. Deswegen tippitoppi, wirklich gut. Allerdings würde ich natürlich jetzt die Bewertung geben, wobei ich vorab einmal ganz kurz noch betonen möchte, eine Sprecherin, meiner Meinung nach die größte und meiner Meinung nach beste Leistung gebracht hat, war eine relativ kleine Rolle, aber es war Christine Meyer, die Louise gesprochen hat, die Dame aus dem Bunker. Und vielleicht ist es auch der Klang, ich fand aber diese Sprecherin, hat eine so bombastische Rolle abgeliefert. Ich fand es wirklich ganz, ganz, ganz toll. Deswegen, folgenreich, deswegen wegen der genannten Punkte, muss ich euch einige Punkte halt abziehen. Aber trotzdem kriegt ihr von mir noch 25 von 30 Punkten für dieses trotzdem wunderbare Hörerlebnis. Wie war das Sounddesign? Folgenreich, was soll ich dazu noch sagen? Ich gebe euch einfach 20 von 20 Punkten, weil es einfach, es ist eine Folgenreich-Legende. Also ihr dürft niemals, niemals den Sounddesigner wechseln, weil das ist so geil, was ihr da abliefert. Und 20 von 20 Punkten. Das Einzige, wo ich sagen muss, das liegt aber an der Story, ist, dass diese Hyperakusis
ab dem Moment, wo Rhiannon ihre Hyperakusis verliert, natürlich auch ein bisschen diese ganze Szenerie zurückgeschraubt wurde. Das ist aber kein Minuspunkt, das ist einfach der Story zu Schulden kommen zu lassen und 20 von 20 Punkten. Die Soundtracks. Ja, die Soundtracks, wie immer. Also waren auch wieder top. Man hat so dieses Endzeit-Feeling, Apokalypse gemerkt. Man hat diese Musik, die war ordentlich gewählt. Es war überwiegend Synthesizer, aber es war gut. Es hat mir gefallen. Hat mich ein bisschen an The Walking Dead oder wer das Spiel Dying Light kennt, natürlich auch daran sehr, sehr stark erinnert. Fand ich super. Und da muss ich sagen, also folgenreich, da kann ich nichts anderes sagen, als auch da wieder 20 von 20 Punkten. Weiter so. Außergewöhnliche Features. Wir haben im letzten Video von NYP Dead, haben wir ja schon angekündigt, dass wir die Features deutlich kritischer beäugen und nur die Sachen bewerten, die wirklich als Besonderes, als etwas, was bisher noch nicht da war, mit reingeben. Das heißt, wir haben 10 Punkte, die wir verteilen können. Bei der Produktion von Folgenreich, nämlich hier bei Und auf Erden Stille Staffel 2, muss ich tatsächlich sagen, ist nach wie vor die Hyperakusis erstmal als Punkt, dass es dieses Virus gibt, finde ich super geil. Und natürlich auch dieses Sounddesign in Bezug auf diese Hyperakusis. So eine Art unangenehmes Hören hat man einfach so gut wie nie. Und das finde ich unheimlich cool. Deswegen gebe ich auch hier 6 von 10 Punkten. Keine 10 von 10 Punkten, weil dafür müsste noch mehr besondere Sachen sein, die bisher noch nicht da gewesen sind. Wir sind kritisch geworden, wir werden auch immer kritischer werden und freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch sagt, wie ihr diese Art der Kritik findet. Tickert es uns gerne in die Kommentare. Die Gesamtwertung. Wir haben bewertet die Sprecher, wir haben bewertet die Story, wir haben bewertet das Sounddesign, wir haben bewertet die Soundtracks und wir haben bewertet die Features. Heraus kam ein Gesamtergebnis von 88 Punkten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, folgenreich, das ist verdient. Vor allem, jetzt muss man auch nochmal sagen, auf so eine Länge der Zeit, auf so eine Länge an Hörspiel, überhaupt ein grandioses Ergebnis. Es gibt Hörspiele, da schalte ich sofort weg. Und schon allein dafür, dass ich euch rezensiere, heißt es, ihr habt mein Interesse geweckt und ich fand es sehr, sehr gut. Es wird auch in der nächsten Zeit das ein oder andere Hörspiel mal rezensiert werden, wo ich mir denke, muss ich dazu eine Rezension machen? Und ja, werde ich, damit ihr auch mal Vergleichswerte habt. Deswegen, liebe Zuhörer, liebes Team Folgenreich, bloß weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich eine nächste Staffel von Und auf Erden Stille haben möchte. Das sage ich mal so zum Abschluss, weil für mich ist es geschlossen, für mich ist es rund. Allerdings wäre ich natürlich trotzdem sehr gespannt darauf, was ihr demnächst noch in eurem Repertoire noch so zu bieten habt. Ja, liebe Leute da draußen, das war's schon mit mir, das war's schon mit meiner Bewertung und ich wünsche euch noch alles Gute, bis zum nächsten Mal, bleibt dran und lasst mal vielleicht ein Like oder einen Daumen oben oder sowas da, vielleicht auch gerne einen Kommentar, wie ihr zu dieser Rezension steht und ob ihr sagt, ach, das ist nicht so das, was ich von diesem Hörspiel halte, dann erklärt es, haut Kritik und haut eure Meinung gerne in die Kommentare. Allerdings bleibt natürlich fair und bleibt natürlich menschlich, das heißt auch im Umgangston sehr gewählt. Ich wünsche euch was. Haut rein! Noch ganz zum Schluss muss ich noch einmal ganz kurz anmerken, dieses wunderschöne CD-Case, was Folgenreich hier kreiert hat. Also erstmal diese CDs, die alle bedruckt sind, diese wunderschöne Bildkarte, die sie damit eingepackt haben, die Auflistung der einzelnen Episoden und der Sprecher, da muss man einfach noch mal ganz kurz sagen, noch einmal ein richtig fettes Lob dafür und vielen, vielen Dank, dass ihr uns dieses Hörspiel abgeliefert habt.